Souverän. Informativ. Schnell. Kompetent. Schlagfertig. Genau so erklären wir euch diese Tour. Deine. Tour. Super. Wer fährt eigentlich? Immer der, der fragt. So, Leute, Abfahrt. Kritiker sagen, es ist nur die Glössener Höhe. Ich sage, Alsace-Tour de France-Feeling. So schön schauen wir auf diese Tour, die im Sprinterkörper von Rick Zabel wahrscheinlich eher Angst und Schrecken verbreitet. Mir tun meine Beine schon weh, wenn ich mir die Strecke nur anschaue. Man muss die Bergbeine einpacken in den Koffer, wenn man dieses Jahr zur Tour de France fährt. Ein Kletterfestival und eine ganz verrückte Tour. Schon der Start ist total speziell, von wegen irgendwie einrollen. Es geht direkt Grand Départ, Bilbao. Und das wird? Schmal, eng. Für mich als Sprinter ganz, ganz eklig. Was für euch Fahrer eklig ist, ist für uns Zuschauer natürlich überragend, schön anzusehen. Und die Basken, die sind ja auch ein radsportverrücktes Volk. Die sind richtig radsportverrückt. Da wird uns richtig Spektakel an den baskischen Bergen erwarten. Also die Sprinter, die freuen sich nicht so wirklich darauf. Aber es gibt Fahrer, die freuen sich darauf. Kann man sich kaum vorstellen als Rick Zabel. Wer glaubst du, ist vorne bei den ersten beiden Etappen dabei? Die Superstars des Radsports, also Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Thomas Pidcock. Die wollen sich da das gelbe Trikot überstreifen. Aber auch die Gesamtwertungsfahrer, Peje Bilbao, Mikel Landa, kommen aus dem Baskenland, die werden sich das Rot im Kalender markiert haben. Start zu Hause, Start der Tour de France, die wollen vorne mitfahren. Und natürlich auch die ganz großen Tourfavoriten, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. Die haben eigentlich auch schon die Chance, direkt von Tag 1 das gelbe Trikot zu tragen. Und dann geht es direkt weiter in die Pyrenäen. Tag 5 und 6 steht diese Tour-Hackordnung, sage ich jetzt mal, vielleicht in diesem Jahr so früh wie nie zuvor. Davon bin ich überzeugt. Col d'Aspin, der Tourmalet, das sind so schwere Berge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Bergfahrer da bei den beiden Großen, also bei Pogacar und bei Vingegaard mitfahren können. Die dies können, die fahren mit ums Podium. Aber ganz klar, die Gesamtwertung steht so früh wie noch nie. Da wird auf niemanden gewartet, weil die, die Tour gewinnen wollen, die werden direkt von Tag 1 versuchen, den Kontrahenten Zeit abzunehmen, die Etappen zu gewinnen, die Trikots zu tragen. Und da wird nichts mit Einrollen oder entspannte Fahrt durchs Baskenland oder durch die Pyrenäen sein. Das kann ich garantieren. Und dann vor dem ersten Ruhetag wird nochmal richtig gelitten. Der Puy de Dôme. Nach 35 Jahren geht es wieder hoch auf den Vulkan. Das klingt schwierig, das klingt heiß. Wie wird der Tag? Für uns Zuschauer wieder super. Für die Fahrer am Rennen wieder sau hart, weil es ist Etappe 9. Es ist der Tag vom Ruhetag. Alle Rennfahrer am Feld freuen sich auf den Ruhetag. Und dann muss man nochmal so eine knackige Bergankunft hoch. Für die meisten Fahrer wird es, glaube ich, okay werden, weil die Etappe ist relativ flach bis zum Schlussanstieg. Und dann wird es den großen Schlagabtausch geben, hoch zur Puy de Dôme. Alpenüberquerung, gleich 6 Etappen, Hochgefühl im Hochgebirge. Wie ist das zu packen? Nur mit einer guten Form, mentaler Stärke. Aber ja, da wird selbst den Favoriten um den Gesamtsieg werden, glaube ich, ein bisschen die Knie schlottern, weil da könnte eigentlich fast jede Etappe eine Königsetappe sein. Man muss jeden Tag gut drauf sein. Und für mich ist es die Etappe nach Courchevel, die die wirkliche Königsetappe ist. Wenn ich sehe, wie du so schmunzelst, du allein bei dem Gedanken, oder? Ja. Rückwärts wieder runter. Also für mich wäre das eine Woche leiden, eine Woche immer sehr, sehr kaputt abends im Bett liegen und sich fragen, wie soll ich eigentlich morgen den Tag schaffen? Meine Tour ist es nicht.
Aber wie geht man das an? Also selbst als absoluter Bergspezialist, als Kletterer wie so ein Emanuel Buchmann, du musst doch irgendwie dosieren. Du kannst doch nicht volle Attacke jeden Tag fahren. Den einen oder anderen Tag in den Alpen werden starke Bergfahrer in die Spitzengruppe gehen, die aber in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielen. Weil dann können die Gesamtwertungsfahrer sich sagen, okay, der Etappensieg ist weg. Wir leisten uns den großen Schlagabtausch an der letzten, wenn es berghoch geht, am letzten Berg. Aber trotzdem, in den meisten Etappen so stark, wie die da vorne Nummer sind, wie ein Pogacar ist, der hat Bock, Radrennen zu gewinnen. Für uns Fans wird jeden Tag Spektakel dabei sein und die Alpen, da sollte man keinen Tag verpassen. Also große Klettervorfreude bei dir vorm Fernseher, bei uns natürlich auch und die Fans, die dürfen sich auch auf das hier freuen. Achtung, Achtung, Achtung bei Vingegaard! Viel Klettern heißt eben auch viel abfahren, Rick. Wird es da jemand geben, der so waghalsig ist wie Thomas Pidcock? Vielleicht eine Handvoll Fahrer, aber Thomas Pidcock ist schon an erster Stelle zu nennen, wenn es ums Abfallen geht. Wenn man sich so die Tour-Etappen anschaut, dann gibt es mittlerweile auch viele Etappen, die eben nicht mehr oben am Berg das Ziel ist, sondern unten im Tal. Das heißt, man fährt voll Anschlag den Berg hoch und dann muss man sich mit voller Risikobereitschaft die Abfahrt runterstürzen. Natürlich muss man mutig sein, man muss das Risiko gehen, man muss den Kopf ausschalten können. Wenn man sich dann denkt, okay, ich fahre hier gerade mit 80 km/h runter, neben mir ist irgendwie eine Schlucht mit 300 Metern, ist das wirklich schlau? Natürlich nicht, aber in dem Moment darf man daran nicht denken. Wenn man daran denkt, dann kann man eigentlich auch direkt bremsen und vom Rad steigen und sagen, so, das war's jetzt hier für mich. Man muss den Kopf ausschalten und einfach runterfahren, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. 16. Etappe, das einzige Zeitfahren dieser Tour. Wie schätzt du diesen kleinen Kampf gegen die Uhr ein? Also die Zeitfahrspezialisten kommen dieses Jahr nicht auf ihre Kosten, das kann man sagen. Nur 22 Kilometer Zeitfahren. Und ehrlicherweise ist das noch ein halbes Bergzeitfahren, also die zweite Hälfte dieses Zeitfahrens führt stark bergan. Dementsprechend spielt das eigentlich schon wieder den Protagonisten, die 3 Wochen lang auf ihre Kosten kommen, wieder in die Karte. Also wieder den Bergfahrern, wieder einem Pogacar, wieder einem Vingegaard. Zeitfahren spielt keine große Rolle dieses Jahr bei der Tour de France. Die 20. Etappe könnte natürlich der Tag der Entscheidung sein, dann so langsam, aber es wird auf jeden Fall der Tag der Deutschen, denn diese Etappe führt so nah an der deutschen Grenze vorbei wie sonst keine. Es werden viele deutsche Fans an der Strecke sein. Wen hast du von den deutschen Fahrern da am meisten auf dem Zettel? Die Bergfahrer. Emanuel Buchmann, Simon Geschke, Georg Zimmermann. Bis Etappe 20 muss man erstmal kommen bei der Tour de France. Aber ich glaube, dann für die deutschen Fahrer ist es besonders schön, ein gefühltes Heimspiel zu haben. Einen Tag bevor es dann nach Paris geht. Als Fan wünsche ich mir natürlich, dass die Tour noch offen ist bis Etappe 20 und dass es dann nochmal Etappe 20 wirklich richtig um die Wurst geht, um den Tour de France Etappensieg, ums gelbe Trikot. Ehrlicherweise ist die Tour aber so schwer, dass die Tour auch bis dahin schon lange entschieden sein kann. Aber wenn es nicht bis dahin schon mit einem deutschen Etappensieg geklappt hat, vielleicht genau dann da, genau an der deutschen Grenze, das wäre doch schön. Abschließend nochmal, für dich diese Tortour, muss man ja schon fast sagen, wie würdest du sie bewerten? Für mich die schwerste Tour de France seit lang. Vielleicht sogar die schwerste Tour, seitdem ich denken kann. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so super lange, aber letzten 20 Jahre kann ich mich nicht daran erinnern, dass es mal so viel berghoch war. Wenig Zeitfahren, wenig Sprints, wirklich viel, viel berghoch. Dementsprechend bin ich ganz froh, dieses Jahr bei der Tour de France vor dem Fernseher zuzuschauen. Jetzt sind wir die Strecke detailliert durchgegangen. Wo wollen wir denn unseren Camper hinstellen? Ich meine, wenn du Zeit hast, fahren wir zusammen auch in die Alpen. Da haben wir halt einfach viele Etappen, die wir uns anschauen können. Das Herz der Tour de France sind dieses Jahr die Alpen.
Ich bring dich hin, wo auch immer du willst. Ja, auf geht's dann. Lass reservieren den Platz. Fährst du oder fahr ich? Ich würde fahren. Okay. Lass mal übernehmen bei den Serpentinen, wenn es besonders schwer ist. Dann dauert es aber länger, bis wir da sind, ne? Ich fahr berg hoch, du darfst berg runter. Abfahrt! Souverän. Informativ. Schnell. Kompetent. Schlagfertig. Genau so erklären wir euch diese Tour. Deine. Tour. Mehr wissenswerte Videos rund um den Radsport und die Themen Technik, Taktik, Ernährung und Co. findet ihr in der Deine Tour Playlist. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst uns am besten einfach ein Abo da.